Wert von Rücklagen von 90 Millionen steht im Haushalt, erhöht das auf 70 Millionen, 90 wäre ja sogar noch besser. Alleine, die wir in den letzten 4 Jahren aufgespart haben, also zurückgelegt haben, in diesem Jahr über die Hälfte verbrauchen. Das macht mir Sorge. Und auf der anderen Seite macht es mir Sorgen, wenn wir ein EEZ bauen und andere große Dinge bauen in Aurich, ohne dass wir vorher die Straßen, Abwasserkanäle, sozialen Wohnungsbau und diese Dinge in Ordnung gebracht haben. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Stadtwerke gründen und dass die Stadtwerke natürlich die Strom- und Gasnetze der EWE übernehmen. Wir haben zwar eine Tochtergesellschaft, sodass das nicht direkt im Haushalt der Stadt abgebildet wird, aber diese Tochtergesellschaft Stadtwerke muss im nächsten Jahr alleine für den Kauf der Strom- und Gasnetze 18 Millionen Schulden aufnehmen und in der Stadtbilanz würden diese 18 Millionen auch auftauchen. Dann haben wir gesagt, wir möchten gerne, wenn wir die QEnercon regelmäßig melden, auch der QEnercon eine Lademastverbreitung für den Güterverkehr genehmigen. Diese Lademastverbreitung kostet 40 Millionen Euro und da wir nur die Hälfte an diesem Tochterunternehmen haben, 20 Millionen wieder für die Stadt Aurich. Wenn wir dann die Diskussion in der Zeitung miterleben, dass die UEK finanziell extrem kritisch dasteht und sowohl Herr Kötting als auch Herr Winters haben in der letzten Podiumsdiskussion gesagt, sie wollen sich vor dieser Verantwortung nicht drücken, obwohl, das muss man sagen, die UEK natürlich in den Landkreis gehört, nur der ist so klamm, dass er die UEK so wahrscheinlich nicht retten können wird. Dann ist das auch für mich eine Muss-Investition in der Zukunft. Das heißt, wir müssen uns sicherlich im zweistelligen Millionenbereich auch um die UEK kümmern, wenn wir zukünftig ein Krankenhaus in Aurich haben wollen. Guckt man sich im Gegensatz dazu die Einnahmenseite an, dann sind wir bei dem maßgeblichen Gewerbesteuerzahler anerkannt. Und viele von Ihnen haben sicherlich gehört, das Erneuerbare Energiengesetz ist für die Onshore, das heißt die Windenergie an Land, nicht günstig. Das heißt, wir müssen damit rechnen, bei einem derartigen Technologieunternehmen, dass schon kleine Einbrüche im Umsatz deutliche Rückgänge in der Gewerbesteuer nach sich ziehen. Wir haben einen zweiten Punkt, da sagt Herr Kötting in der Podiumsdiskussion im Hotel am Schloss, es wird die Lohnzahlung von Enercon überprüft. Die Lohnzahlung steht aber im direkten Zusammenhang mit der Gewerbesteuerzahlung. Und auch da haben wir für 3 bis 4 Jahre mit Rückforderungen zu rechnen. Das alles sind Risiken, die sind am Horizont und die kann man nicht wegreden oder schönreden. Wir leisten uns aber Dinge wie ein Familienzentrum, ein EZ und andere Leuchtturmprojekte. Und wenn wir mal knapp bei Kasse sind, dann können wir Straßen und Abwasserkanäle und Ähnliches nicht mehr sanieren. Ich gebe Ihnen recht, wir haben gute Einnahmen und wir können es auch schaffen, aber nicht mit einem weiteren.